meine Lieben, es ist heute Sonntag. Wir sitzen schon wieder im Auto und sind unterwegs. Wir waren gerade bei meiner Mama, haben ihren Schlüssel abgegeben, den ich noch vom Umzug hatte. Dann haben wir heute Morgen bei Jessi noch gefrühstückt und es war total schön und es ist doof, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist irgendwie und wir wieder nach Hause müssen und ja, weiß auch nicht. Ist immer wieder doof. Und wie gesagt, wir waren gerade schon bei meiner Mama und sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Es ist mittlerweile schon 3:30. Wir sind voraussichtlich in 20 Minuten zu Hause. Und ja, da werden wir dann schnell duschen gehen und uns ready machen. Ich werde dann noch schauen, dass ich meinen Vlog für heute schneide. Und dann müssen wir allerdings schon um 5:30 ungefähr wieder los, weil Olli und ich haben ja heute 5-jähriges. Und das zelebrieren wir ein bisschen, indem wir im Roadstop in Dortmund essen gehen. Da gibt es ein All-American-Barbecue-Buffet. Und wir haben gerade schon mal nachgeguckt, was es da dann alles zu essen gibt. Leute, Chicken Wings, Spare Ribs direkt aus dem Smoker, eine Burgerstation mit Patties, wo man seinen Burger nach Wahl belegen kann. Alter, Chili Con Carne, Tex-Mex, diverse Fingerfood-Geschichten etc. pp. Richtig geil. Getränke-Refill bis 1,5 Liter, glaube ich. Also das ist richtig cool und da freuen wir uns schon sehr drauf und sind mega gespannt. Ich werde euch natürlich mitnehmen und versuchen auch da dann das einmal zu filmen, weil ich glaube, das ist richtig cool. Und ja, das heißt, es ist jetzt noch so ein bisschen, ja, sind wir ein bisschen in Zeitdruck und ich bin total müde. Ich bin eben von dem Weg von ESC zu meiner Mama schon eingeschlafen kurz. Das ist kein Problem, mein Schatz. Ich schlafe auch immer auf Autobahn. Ein Autobahnfahren ist langweilig, wenn man Beifahrer ist. Ja, ich bin einfach mega müde. Ich verstehe gar nicht, warum. Eigentlich habe ich ganz gut und auch viel geschlafen. Wir sind aber auch erst gegen 2 Uhr. Dann, ja. Ja, 2 Uhr, kurz nach 2 irgendwann. Bis 10 Uhr geschlafen. Ja, ist okay. Ne? Also geht eigentlich. Aber wir hatten einen schnarchenden Schnarchkollegen, der das mit Sicherheit jetzt hören wird. Du schnarchst. Macht ja nichts. Oder also ich konnte trotzdem schlafen, mich hat's nicht gestört. Sehr schön. Stimmt, ich schnarche auch manchmal, ne? Ja, ich habe ihn dann, er hat dann morgens auch immer geschnarcht, so ein bisschen. Habe ich ihn immer dann so angestupst. Angestupst, sie haben mich voll weggeschubst, Alter. Ja. Es scheint echt schön die Sonne, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem kühl. Ja. Und ich freue mich schon so auf das Essen, Leute. Das wird bestimmt richtig cool. Ich habe Durst, wir müssen gleich zu Hause erstmal was trinken. Leute, da gab es gestern Uso. Oh, richtig. Und ich mag ja eigentlich gar keinen Lakritz. Ich mag das auch nicht, aber das muss sein. Und dann 4 Usos. Leute, heavy. Einfach heavy, ehrlich. Boah, da wurde es einem so wohlig warm im Bauch. Weil die kippen dann ja auch immer nach. Einfach so. Und nochmal zum Abschied ein und ja. Aber es war super cool und super nett und auch super schön. Und der Kellner, der war richtig lustig. Der war richtig cool. Und es war einfach eine super lockere, lustige Atmosphäre. Und ja, es war einfach cool. Und ja, hast du was zu erzählen? Nee. Gut, also bis gleich. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Bisschen fertig gemacht. Ich habe gerade meinen Vlog geschnitten. Allerdings, also der rendert jetzt gerade, ist auch alles gut. Allerdings dauert er zu lange, aber wir müssen jetzt nämlich schon wieder, es ist 5:30. Wir haben um 6 Uhr die Reservierung im Restaurant, im Roadstop. Und deshalb wird der Vlog heute höchstwahrscheinlich, also wird später online kommen. Das tut mir leid. ja, ist ein bisschen doof. Jetzt dauert ungefähr noch so 10-15 Minuten.
Aber das können wir trotzdem nicht mehr warten, weil sonst kommen wir zu spät. Das ist natürlich scheiße. Gerade weil wir auch reserviert haben. Deshalb, meine Lieben, wird es leider später werden. Schade. Sind, dann seht ihr jetzt oder habt ihr gerade Aufnahmen von dem Essen gesehen. Es war Hammer. Zitronenmuffins, Brownies, Hammer. Oh Gott, es war so lecker. Und dann auch die Spare Ribs und man konnte sich Burger selbst zusammenstellen an so einer Burgermaschine und es war einfach total cool. Es war mega günstig im Vergleich. Wir haben für Free Refill Trinken und für All You Can Eat 20 Euro bezahlt pro Person. Und das ist krass. Also es war richtig lecker, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wir haben jetzt noch allen möglichen Kram gemacht. Katzenfutter gegeben, Medikamente, Wäsche gewaschen, etc. pp. Hast du den Katzenfutter gegeben? Nein, noch nicht. Dann mach du das noch bitte. und werden jetzt so langsam mal ins Bettchen verschwinden, weil wir sind total müde und kaputt. Und deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.